erhalte ich Arbeitslosengeld auch dann, wenn ich eine Altersrente als Voll- oder Teilrente beziehe. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich plane Mitte des Jahres 2022 die Möglichkeit der Flexi-Rente zu nutzen. Ich will neben meiner vorgezogenen Altersrente mit Abschlägen weiter meine Beschäftigung wegen der günstigen Regelung des Hinzuverdienstes von 46.060 Euro nutzen. Hinsichtlich der möglichen Szenarien hier meine Frage. Sollte ich in dieser Phase der Flexi-Rente arbeitslos werden, erhalte ich dann ALG 1 Leistungen, egal ob ich eine vorgezogene Vollrente oder eine Teilrente beziehe? So eine Frage, die wir auf rentenbescheid24.de im Rahmen einer Beratung erhalten haben. Und da gibt es 4 Fallkonstellationen, die nach dem Gesetz zu betrachten sind. Und zwar immer im Zusammenhang mit der Frage, habe ich Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, wenn ich eine Altersrente beziehe. Und die erste Fallkonstellation ist, ich beziehe eine Altersvollrente vor der Regelaltersgrenze. Wenn Sie also eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben vor der Regelaltersgrenze, führen Sie aus dieser sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Beiträge in die Arbeitslosenversicherung ab. Sie und der Arbeitgeber. Da sagt aber der § 156 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1 Sozialgesetzbuch Nr. 3, wenn Sie eine Vollrente wegen Alters beziehen, haben Sie bei Arbeitslosigkeit keinen Anspruch auf Auszahlung des Arbeitslosengeldes. Das Arbeitslosengeld ruht in dieser Fallkonstellation. Ganz klare Regelung. Bei einer Altersvollrente ruht das ALG 1. Punkt. Jetzt kommen wir zur Teilrente wegen Hinzuverdienst. Also stellen Sie sich Folgendes vor. Sie gehen arbeiten und haben eine Rente und Sie bekommen aber die Rente nicht als Vollrente ausgezahlt, sondern als Teilrente wegen Anrechnung des Hinzuverdienstes. Da sagt der § 156 SGB 3, der Arbeitslose hat maximal 3 Monate Anspruch auf ALG 1 Zahlung nach Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung für das Arbeitslosengeld, wenn ihm wegen seiner Beschäftigung in den letzten 6 Kalendermonaten eine Teilrente wegen Alters zuerkannt wurde. Das heißt also, wenn Sie gearbeitet haben und Ihnen wurde wegen der Anrechnung von Hinzuverdienst eine Teilrente wegen Alters zuerkannt und Sie werden dann arbeitslos, bekommen Sie maximal 3 Monate Arbeitslosengeld. Danach ruht der Anspruch. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich die meisten Leute gerne wissen möchten, das ist die sogenannte Teilrente unabhängig von dem Hinzuverdienst. Da sagt das Gesetz, der § 156, also wenn Sie ein Beschäftigungsverhältnis haben und Sie erhalten während dem Beschäftigungsverhältnis, während dem laufenden Beschäftigungsverhältnis eine Altersrente, die Sie aber selbst als 99% Teilrente gewählt haben, dann sagt das Gesetz, dass der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 bis zur Höhe der anerkannten Rente ruht, wenn diese während der Beschäftigung unabhängig vom Arbeitsverdienst als Teilrente gewährt wird. Beispiel: Der Versicherte geht arbeiten und beantragt eine 99% Teilrente als Altersrente, die bekommt er auch bewilligt. Die Altersrente beträgt 1.500 Euro brutto. Das Arbeitslosengeld würde 1.800 Euro betragen. In Höhe von 1.500 Euro ruht der ALG-1-Anspruch bei der gewählten Teilrente. Das heißt also, Sie bekommen maximal nur 300 Euro Arbeitslosengeld 1 ausgezahlt. Und dann die vierte Fallkonstellation, und das ist der Klassiker. Wenn der Anspruchsteller, egal ob bei Vollrente oder bei Teilrente, das Lebensalter der individuellen Regelaltersgrenze erreicht hat, ist Schluss mit Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. Denn ab dem Ende des Monats, in dem er seine Regelaltersgrenze erreicht hat, verliert er per Gesetz seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Damit wissen Sie jetzt, wann Sie gegebenenfalls bei einer Voll- oder bei einer Teilrente Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.